So, seid gegrüßt, Freunde. Willkommen zurück zur Let's Play Doom 3 BFG Edition Resurrection of Evil. Erstmal einen Schluck trinken. So. Im letzten Part haben wir ja den nächsten Endgegner platt gemacht und somit einfach unserem Artefakt eine neue nützliche Funktion hinzugefügt. Nämlich nicht nur, dass wir jetzt dass wir die Zeit verlangsamen, sondern auch und erhöhten Schaden machen, sondern dass wir auch noch unverwundbar sind. Finde ich schön. Was soll da noch schief gehen? Ah, okay, hier sind wir. David Edens. Hast du was zu sagen? Viktor Karkov, Poker am Freitag. Hallo David, wir planen für Freitag hier an Shattered 1 wieder ein großes Spiel. Ich habe schon deinen Kumpel James dazu eingeladen. Ich glaube, dass wir uns alle wieder ein hübsches Sümmchen von seinem Forschergehalt holen können. Ich hoffe nur, dass ihn das Spiel letzten Monat nicht abgeschreckt hat. Lass mich wissen, ob du kommst, Kumpel. Elizabeth McNeil, wichtige Artefaktlieferung. Dave, gibt es irgendwelche Informationen von der USC-Post bezüglich einer Artefaktlieferung von Standort 1? Die Lieferung sollte heute Morgen auf den Weg gebracht werden. Sagen Sie mir bitte Bescheid, sobald sie eintrifft. Sie ist äußerst wichtig. Okay. Also hier ist ja was los gewesen. Das ist nicht... Wie? Was, wieso konnte ich mich da treffen? Oh Gott! Okay, dann machen wir das mal so. Vergessen, dass der hier durch kann. Die sind ja eklig. Boden! Nur zur Sicherheit. Ist irgendwas hier? Nee. Hier war ich noch. Ne, da sind wir jetzt. Wir müssen ja wieder zurück. Okay, Faxendicke. Läuft. Ich überlege mir jetzt gerade nochmal mit meiner Pistole, aber Moment. Treffen wir uns ja nicht. Ah, lieber gehen. Sicher ist sicher. Aua. Noch einer. Noch einer. Ist hinter mir? Ihr macht mir echt Spaß, ganz ehrlich. Mann, treffe ich nicht oder? Alter! Aber irgendwie sind die ziemlich doof, auch wenn sie gefährlich sind. Okay. So, wir sollen jetzt wieder zurück oder so. Was war das? Verschaffe dir Zugang zum Skytram-Bahnhof im Phobos-Labor. Ja, ist er doch. Phobos-Labor 3. Oh Gott. Oh,
Ja, wir haben ja den Auftrag, wir üben das Artefakt zurück in die Hölle zu schicken. Und damit den Wahnsinn zu beenden. Ich habe da nur ein ganz doofes Gefühl bei der Sache. Wie eh und je. Wenn ich mir öfter so ein bisschen schweige, dann bin ich etwas angespannt. Ihr dürft euch nicht wundern. Ich habe auch das Gefühl, ich gehe viel zu sparsam mit meinem Artefakt um. Hier liegen überall Opfer. Ich fahre den Hauptreaktor im Fokuslabor runter. Hoch oder runter? Die sind aber schnell. Aha. War halt nichts aus. Was? Ach da. Hä? Die hatten auch schon mal mehr ausgehalten. Was ist das? Ach so. Nochmal die Plasma Gun. Scheiße. Wo ist der nächste? Okay. Ah. So. Haben wir das geklärt. Also, hatten wir jetzt hier noch irgendwie was? Negativ, 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 negativ. Ja, Rüstungsteile habe ich jetzt keinen Bock zu holen. Keine Lust, mich zu bücken. Tonne. Ach du Scheiße. Das kommt mir arg bekannt vor. So, der nächste bitte. Haben wir genug Munition? Der ist gut weggeflogen. Komm mal näher. Papa. So. Habe ich keine Munition für... Doch. Die Chain Gun. Ich wollte gerade meckern. Kommt mir sogar fast ein bisschen Mitleid. So. Bloß gut um die Ecken schauen. Gott, hier geht's ja hoch und runter und... Habt ihr was gehört? Aha! Achso, ich habe keine Muni. Da auch noch was? Hier, hallo, jemand da? Aha. Kommst du nicht hoch? Du kommst... Oh! Ich komme aber runter. Wer bist du? Wie haben wir? Nicholas Haag.
Kelly Garland. Nutzen Sie jetzt die Chance zu gewinnen. Hallo, das Programm Hypothekenheld wurde speziell für einen einfachen Vergleich von Hypothekenrefinanzierungsangeboten entwickelt. Füllen Sie nur ein Formular aus und lehnen Sie sich entspannt zurück. Unsere Schulden und haben Sie das P ein bisschen falsch gesetzt. Hypothekenberatungsexperten kontaktieren Sie direkt, um Ihnen das beste Angebot für die Refinanzierung Ihrer Hypothek zu unterbreiten. Es ist unser Ziel, Geldgeber und Menschen wie Sie zusammenzubringen. Blablabla. Sicherheitsschließfächer. Mr. Haag, wir haben den Code für das Schließfach im Reaktorkomplex wunschgemäß zurückgesetzt. Der neue Code lautet 492. Bei weiteren Problemen können Sie sich gerne an uns wenden. Hallo, ich habe den Code für das Schließfach im Reaktorkomplex vergessen. Könnten Sie die Codes bitte zurücksetzen? Okay, 492. Diesmal merken 492. Halle? Mal drauf, wie ein bisschen mit dem Raketenwerfer rumzudonnern. Ich meine, wir haben eh genug Muni, ne? Scheiße. Er ist dahinter, der Spaten. So, okay. Wir haben jetzt den Reaktor aber hochgefahren, nicht runter, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Egal, keine Ahnung. Was jetzt? Fuck. Fuck. Fuck! Scheiße! Okay. Sowas sollte man nicht rumspielen. Oh, wie viele denn noch? Wieder hoch. Okay, spielen wir weiter rum. Mir jetzt nicht folgen, mache ich das einfach. So. Und jetzt? Muss ich wieder zurück? Bin ich richtig? Ich hoffe. Doch, fahre den. Da habe ich jetzt. Was habe ich denn da jetzt schon wieder übersehen? Warte, also. Gehen wir nochmal ganz logisch hier durch. So. So sagen ging es nicht längs. Ich komme nur hier durch. Ja, genau, ich konnte ja jetzt da links. Ja, da war was, da war was. Ich erinnere mich. Gesperrt. So. Und jetzt kommt das Geilste überhaupt. Ich habe schon wieder den Code vergessen, ne? Der Grund, warum ich mir keine Geburtstage merken kann. Höchstens meinen. Und das war es auch schon. Wirklich. Starten, abschalten. Okay. Sequenzhauptreaktor initiiert. Abschaltung in T-minus 10, 9, 8. Ich glaube, ich sollte laufen, habe ich das Gefühl. 6, 5, 4, 3. Abschaltsequenz angeschlossen. Ich habe die Energie der drei bereits abgeschalteten Systeme umgeleitet, aber sie reicht noch nicht. Sie müssen die Lebenserhaltungssysteme dieser Basis abschalten.
Keine Skrupel, das hier ist wichtiger als jeder einzelne von uns. Ich melde mich, wenn der Teleporter online ist. Na geil. Lauf, 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 lauf. Komm her. Da noch die Lebenserhaltungssysteme runterfahren. Ich werde nicht mehr. Leute. Okay, ich kann wieder weitergehen. Ah, hi! Diesmal schmeißt ihr auch keine Granate in den Kopf, versprochen. Du machst das schon. Aua! Okay. Jetzt mach sie fertig. Ok, ok. Wird das noch was heute? Chip, 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 chip. Hier ist ein bisschen vieler. Schaffst du doch, oder? Feuer aus allen Rohren, mein Kleiner. Hau weg, die Scheiße. Ich hab immer Schiss, dass hinter mir was auftaucht. Oh, der hält sich aber wacker. Respekt, Respekt. Was? Ja! Komm, mach sie fertig, alle von hinten. Alles muss man selber machen. Na gut, wir wollen ja ein bisschen schneller hier mal vorankommen. Aha. Wunderbar, ich danke dir vielmals. Ich habe eine Menge Munition gespart. Ist ja auch nicht so, dass hier genügend rumliegen würde. Wo geht's da zum hin? Keine Ahnung. Wieder raus. Ja, das nehmen wir noch mit. Kein Dämon draußen. Ich bin begeistert. Aber natürlich
was dahinter, ist ja klar. Au. Okay, 23 HP sind nicht lustig. Hatte ich nicht noch da? Ah, genau da. Na komm schon. Oh, ich habe auch wieder Granaten. Die spare ich mir nochmal auf. Ups. Jetzt wieder runter. Das ist ja ein Hin- und Hergelatsche hier, ne? Erhaltung abgeschaltet, bleibt nur wenig Zeit, den Teleporter zu aktivieren und nach Delta zu wechseln. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bin mir mehr denn je sicher, dass Betrüger unter der Sache steckt. Er versucht noch aus dem Grab verzweifelt nach der Macht zu greifen. Sie müssen dem ein Ende setzen. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich bin ja eigentlich auch schon dabei. Heilige Scheiße, das gefällt mir nicht. Aha! Noch einer? Nee, das war's. Ja, ich höre schon die großen Gegner, ist klar. Aber. Mann! Dann komm mal her. Noch einer! Was ist jetzt bitte, oder? Oh, nicht schon wieder. Ich wollte heute ohne Jumpscares rauskommen. Mann, Rometer, Peter. Okay, üble Musik. Ganz übel. Aha. Ich dachte, ich hätte irgendwo ein PDA gesehen gerade, aber ich habe schon Hallos. Ein PDA flimmern vor meinen Augen. Plötzlicher Musikabbruch, okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Lebenserhaltung. Starten, abschalten. Einfach mal so. Lebenserhaltung an das Personal. Phobos-Labore unverzüglich Evakuierungsverfahren. 4. 2. Suchen Sie die Sicherheitsaufsicht auf, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja. Achtung an das Phobos-Personal. Bin schon weg. Tschüss. Puh. Teleportation. Okay. Marine, bitte melden. Ja. Ja! Ich Aha. Hä? Der hat mich jetzt hart getrollt. Boah, jetzt hör auf zu labern, ich muss mich konzentrieren. Ron Jolson. Ja, das ist nicht so schön, ne?
Tim und ich arbeiteten eine Doppelschicht, um die Ausgrabungsdaten der letzten Woche zusammenzustellen. Lebensbedrohlicher Sauerstoffgehalt. Temperatur -20 Grad und fallen. Da kurz abkommandiert wurde und der neue Aufseher die Reporter. Ich verstehe nicht, was du sagst, weil die scheiß Stimme da immer noch mir einen ablabert. So, habe ich hier ein bisschen. Die labert hier überall. Okay, da muss ich mir das nachträglich anhören. Nee. Ist da oben irgendwas? Warte mal, wir haben doch. Quatsch. Dann halt nichts. Lebensbedrohlicher Oh, jetzt halt den Mund. Temperatur -20 Grad und fallen. So, okay, also hier war jetzt nichts mehr, alles klar. Achtung, Hauptreaktor offline. Gleich noch. Nee. Lebenserhaltungssystem offline. Oh, oh, oh! TFG. Hauptreaktor umgehend wieder hochfahren. Sehr schön. Damit haben wir jetzt fast alle Waffen zusammen, aber ich glaube, uns fehlt noch die Kettensäge. Lebensbedrohlicher Sauerstoffgehalt. Temperatur -20 Grad und fallen. Ach, Scheiße. Ich war ja fucking ernst. Von wo aus muss ich starten? Marine, bitte melden. Meld mich an Marine. Marine, ich habe soeben massive Energiefluktuationen. Das ist ja noch im Rahmen. Lebensbedrohlicher Sauerstoff. Oh, Mensch. Temperatur -20 Grad und Fahrt. Ja. Hilfsenergie. Ja. Zur nächsten Überlebensstation. Okay, hier sollte ich ihn eigentlich verstehen. Das sollte eigentlich gehen. Hoffe ich. Tim und ich arbeiteten eine Doppelschicht, um die Ausgrabungsdaten der letzten Woche zusammenzustellen. Lief entspannt, denn wir hatten das letzte Woche schon gemacht, als sie fällig waren. Da kurz abkommandiert wurde und der neue Aufseher die Reporter nicht finden kann, ist es wohl weniger Arbeit, uns das noch einmal 14 Stunden lang machen zu lassen. Was soll's? Ich kann mich auf ein hartes Bett, mieses Essen und ein paar übermüdete Zahlenschubser freuen. Morgen analysieren wir die neuen Daten. Endlich etwas Neues. Auch wenn die ganze Mission nie etwas Aufregendes zutage fördern wird. Wissenschaftler Ron Jolson, Ende des Logs. Sehr motiviert, sehr motiviert. Ron Jolson, Artefaktlager. Soweit ich weiß, standen Sie mit Dr. Karkov in Kontakt. Wir erwarten Sie in Kürze im Erebus-Labor. Ich glaube, dass Sie von den neuesten Entdeckungen von Dr. Karkov und Dr. Flop begeistert sein werden. Dr. McNeil, ursprüngliche Nachricht. Ich habe mir die Teile angesehen, die letzte Woche gesammelt wurden, und lasse sie jetzt ins Artefaktlager schicken. Ich werde einen umfassenden Bericht erstellen, der morgen allerspätestens übermorgen vorliegen sollte. Dr. Karkov, neue Entdeckung. Ron, komm bitte sobald wie möglich ins Erebus-Labor. Es gibt viel zu besprechen. Victor, du hast spektakuläre Entdeckungen gemacht. Etwas in der Art habe ich noch nie gesehen. Halte die Augen nach weiteren Fragmenten offen. Wie es scheint, fehlen uns noch wichtige Informationen. Danke. Okay. Müssen wir uns nochmal hier um den Penner davon eben kümmern. Aha. So. Jetzt können wir reden. Noch irgendjemand? Da. Noch wer? Die ist leicht nervig, die Frau. Scheiße. Sauerstoffgehalt sinkt.
Ja, hab ich fast nicht verstanden. So, Leben mal wieder. Danke. Ei, dich hatten wir ja auch noch nicht. Bisschen zu sehr auf den Sack, muss ich ja gestehen. Zack. Zack. Das war's schon. Ups. Alter. Leben. Ja, nee, das ist gerade lebensbedrohlich. Oh Gott. Geht's hier komplett zurück, oder was? Oh Mann. Ich vermute einfach mal hier längs, da wo die Monster spawnen. Aha, ja, da Teleporter und so. Okay. Hallo. Hallo. komm her. Ich muss schon echt nah dran stehen, aber dann kann man sie auch one-hitten. Okay, haben wir das? Ich drücke einfach mal alles, was ich kann. Okay, noch so einer. Ich habe es nicht aktiviert. Nee, das kannst du knicken, dass du hier reinkommst. So. Endlich. Achso, ich muss erst... ich möchte gerne in die Hölle. So. Mehr kann ich ja nicht auswählen, ne? Delta Labor. Oh, finally. Doch nicht Delta Labor? Doch. Delta Labor, unbekannt. Wow. Wow. Alter. Was das? Ah, aber finde ich ganz geil, dass man jetzt doch nochmal irgendwie in alte Gefilde zurückkommt und in das Delta-Labor rein.
Das finde ich ganz cool. So, können wir uns nämlich noch mal ein bisschen anschauen. Wenn Ihr System ausfallen. Systemabschaltung. Ja. Super, erst war hier alles geklärt und jetzt... Ey, die war neu. Genau, die hat man... Ja, genau. Und zwar, diese Zombies, die hat man in der Classic-Version nur in der Hölle gesehen, bin ich der Meinung. In der BFG-Edition habe ich die nicht in der Hölle gesehen, aber jetzt sind sie wieder da. Geile Scheiße. Ich habe mich schon gewundert, warum die nicht... da waren in der Hölle. Okay, da kann ich nicht hin. Ja, genau. Mann. Ah. Noch einer. 15 Leben. Right. Spawnt hier noch irgendwie was? Was war das denn jetzt? Hallo? Hä? Hä? Was ist hier los? Ach, jetzt hier ist doch hier der Leiter der Einrichtung gewesen. Ich hab seinen Namen vergessen. Aber das ist noch relativ am Anfang. Fuck! Okay. Gefällt es mir zwar nicht, aber ich muss es tun. Bisschen Leben? Och, danke. Ah ja, ich habe seinen Namen vergessen, aber das ist noch relativ am Anfang. Finde ich ganz cool. Ja, ganz genau. Hier war jetzt Swan und sein Kollege, Campbell, oder wie er hieß. Alles überlaufen hier mit Zombies. Krasse Scheiße. Die hören sich ja auch ziemlich fies an. Alter. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Nur ein bisschen Leben für mich. Ei! Das sind die Ticks. Klemmte fest. Ah, na gut, Leute. Ich mache jetzt hier einen Cut. Haben wir schon wieder überzogen hier, aber es war gerade so spannend. Na gut. Muss jetzt nur noch mal kurz den einen Typen da erledigen. Den auch noch mal erledigen. So, komm mal runter da. Zackig. Alles einsammeln. Ja, schön. Ist spannend. Also mir gefällt das Expansion Pack bisher sehr, sehr gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Also viele gruselige neue Stellen für mich dabei. Aber es ist auch noch ein bisschen was anderes, wenn man das nicht blind spielt. Ne? Ja, und ich hoffe, ihr seht das auch so. Habt euch ein bisschen mit mir auch erschrocken. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn es jetzt Let's Play Doom 3 BFG Edition Resurrection of Evil. Haut rein, bis dann und ciao.